Ja. Heute Abend Livestream gegen 18 Uhr Call of Duty Modern Warfare Beta auf Twitch der Angel 32. Das ist ja wohl ein Traum. Back in the game, remember my name. Ist wieder der Angel hier back mit einem etwas anderem Real Talk. Viele, die jetzt neu auf diesem Channel sind, weil ich ja mein Genre verändert habe, die sehen jetzt wahrscheinlich auf meinem Account Zahl Counter 84.000 Abonnenten. Und wie kommt das Ganze zustande? Es wurde mir oft in der Vergangenheit vorgeworfen, ob ich nicht meine Zuschauer botte oder ob ich nicht Abonnenten botte oder ob ich mir irgendwie Abonnenten kaufe oder Zuschauer kaufe. Und da muss ich euch eins gestehen, sowas würde ich nie tun. Also damit wir schon mal den Titel vorab geklärt haben, ich möchte euch jetzt hier mal kurz erzählen, warum ich diese Reichweite habe, wie ich mir das Ganze erarbeitet habe und warum das jetzt so ist, dass ich mit 84.000 Aufrufen um die 2.000 bis 5.000 Aufrufe nur auf den Videos habe. Wir sehen hier auf meinem Kanal 84.000 Abonnenten auf dem Hauptkanal, also auf diesem Kanal, auch wo jetzt dieses Video online kommt. Ich habe ja noch einen zweiten Kanal, Angel Tech. Falls das echt viele noch nicht wissen, der Kanal überholt bald meinen Hauptkanal. Also wenn ihr den noch nicht abgecheckt habt, ihr habt ja gesehen, wo ich hier drauf geklickt habe, ne? Könnt ihr mal vorbei sneaken. So, wenn wir uns hier jetzt meine neuesten Videos angucken, ein Vlog, Pakete auspacken, Thema Fitness, Real Talk, ich reagiere auf alte Videos, schon wieder auspacken und so. Das ist alles so eher, ja, so Vlog angehaucht, Fitness angehaucht und ich mache so fast gar nicht mehr dieses Comedy-Ding oder diese E-Zigaretten, wie ich sie damals mal hier auf diesem Channel gemacht habe. Seht ihr auch hier 2500 Aufrufe, 1600 Aufrufe, 2400 Mal die Pakete auspackt, Videos kommen eigentlich immer gut an, außer das, keine Ahnung wieso. Aber das ist nichts im Vergleich zu damals. Wenn wir jetzt mal hier runtergehen, 17.000, 16.000, 30.000, 37.000, 91.000. Ihr seht, ich habe viel mit dem Thema E-Zigarette und Shisha zu tun gehabt, wo ich mich heute mit diesem Channel von definitiv distanzieren möchte, weil ich einfach auf diesem Channel was anderes machen möchte. Hier, da habe ich 25.000 Abonnenten geknackt. Da hatte ich diese krassen Aufrufzahlen. Da habe ich, glaube ich, 1,5 bis 2 Millionen Aufrufe pro Monat gemacht. Ich mache jetzt eine halbe Mille, was immer noch extrem viel ist, aber YouTube gibt kein Geld mehr. Und die 100 Euro, die werden absolut wieder in Supplements verballert. Alter, 521.000 Aufrufe. Ich schwöre, ich habe noch nie in meinem Leben ein Abo-Bot verwendet oder ein Zuschauer-Bot, außer auf Instagram, das muss ich zugeben. Da wollte ich das Ganze einfach mal testen, habe das einen Tag laufen lassen. Das war aber kein Abo-Bot oder so, sondern einfach ein Bot, der Leute followt und wieder unfollowt. Das wollte ich mal ausprobieren, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich habe auch da schon mit Instagram gesprochen, die haben da auch nichts dagegen gehabt. Die haben gesagt, ja, da habe ich jetzt ja nicht eine Reichweite oder so von generiert. Und selbst wenn, dann hätten sie mir die wieder abgezogen. Man kann ja tote Follower, wie man das so nennt, kann man sich ja auch da wieder abziehen lassen. Es werden nur noch die Videos von vor 3 Jahren angezeigt? Weiter nicht? Ey, ist ja voll wack. Ihr seht das jetzt ja gar nicht hier, 3 Jahre nur. Ich habe aber noch viel, viel mehr Videos gemacht als diese hier. Da habe ich schon 10.000 Abonnenten erreicht hier. Stress im Urlaub. Irgendwo hier müsste das 10.000 Abonnenten-Special sein. Na, hier kann man von 11.000 Abonnenten leben. Ich konnte damals echt schon von 11.000 Abonnenten leben. Und ich sage es genau wie damals, so auch wie heute. Es ist nicht die Zahl, die auf eurem Konto steht oder die euch ausmacht, sondern was ihr aus dieser Zahl macht. Gottverdammte damit das jetzt endlich mal hier geklärt ist, ey. Da war gerade ganz kurz ein Soundbug. Habt ihr was gehört? Ich nicht. Ja, und ich habe damals halt überwiegend dieses Thema behandelt und ich habe das auch mit in meinen Vlogs integriert. Thema E-Zigi, Eskalationsprank, es war alles. Damals war YouTube einfach noch anders. Man hat damals die Videos gemacht, auf die man Bock hatte. Und heutzutage geht das nicht mehr, weil man absolut zielorientiert irgendwas machen muss und sich eine Nische aufbauen muss und werbefreundlich sein muss und alles. Und da habe ich einfach keine Lust drauf. Ich mache es einfach wie damals, so auch wie heute. Ich mache die Videos, auf die ich Lust habe. Klar, die Thumbnails haben sich jetzt verbessert, zum Glück. Aber ich mache immer noch das, worauf ich Bock habe. Zwar sagt YouTube da, ja okay, den Kanal promoten wir nicht weiter. Fast jedes Video ist auch gelb. Heißt, ich verdiene mit den Videos kaum Money. Außer mit den Fitness-Videos. Die sind tatsächlich grün. Also, da gehen nochmal Props raus auf YouTube. Aber dieses Fitness-Ding, da sehe ich mich jetzt einfach. Und da sehe ich einfach übertrieben fettes Potenzial, euch da was mitzugeben. Und deswegen werdet ihr auf diesem Kanal, ich habe es ja damals schon gesagt, der Vape-Donnerstag, der hört auf. Der hat aber gar nicht aufgehört. Viele Leute haben mich da auch wegen diesem Video deabonniert, weil die Leute gedacht haben, der macht keine E-Zigaretten-Videos mehr. Doch,
nur auf diesem Channel. Wie gesagt, es ist alles hier. Und natürlich begeistere ich mich auch für das Thema Technik und so. Sieht man ja hier vielleicht auch. Oh, ist sogar heute ein neues Video online gekommen. Das könnt ihr ja jetzt mal abchecken. Dieses Video kommt auch heute online, zusammen mit dem Livestream. Zwei Videos plus Livestream. Also wenn das kein Däumchen wert ist, dann weiß ich auch nicht. Da kommen wir doch mal zum Thema Däumchen. YouTube hat sich auch extrem verändert, was das angeht. YouTube möchte, dass ich den Leuten, dass ich euch sage, ihr sollt gefälligst abonnieren, auf die Glocke drücken und den Like-Button sprengen. Warum? Weil das alles Interaktion ist. Schreibt ihr Kommentare, gebt ihr Likes, Dislikes. Das alles pusht das Video immer höher und höher. YouTube entscheidet, wenn das Video nach einer Stunde 1000 Aufrufe oder hat, ich weiß jetzt nicht den genauen Wert, erst dann wird das einer bestimmten Abonnentenanzahl, die mich abonniert haben, gezeigt. Die, die mich aktiv verfolgen. Die kriegen das Ganze damit. Alle anderen, die, keine Ahnung, vielleicht mal ein Video verpasst haben, die werden das Video schon gar nicht mehr angezeigt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ihr mir auf Instagram folgen sollt. Ich weiß gar nicht, wie euer Leben überhaupt noch Sinn macht, wenn ihr mir nicht auf Instagram folgt. Da seid ihr natürlich immer up to date, wann Livestreams kommen, neue Videos und alles. Da gibt es Swipe-Ups ohne Ende. Aber ja, YouTube hat sich so ein bisschen verändert, ne? Man muss jetzt auch aufpassen, was man sagt. Sagst du ein Schimpfwort in einem Video, wird das Video sofort gelb geschaltet. Heißt, du kriegst kein Geld mehr pro Video. Und da das Ganze jetzt mein Beruf ist und auch schon länger mein Beruf ist und ich tatsächlich nur davon leben kann, ist das auch ein bisschen kacke, dass ich mit meinem Hobby an sich gar kein Geld mehr verdiene. Also, wenn es um YouTube-Einnahmen und so geht, ich verdiene 100 Euro, sage ich euch ganz im Ernst. Und davon kann man nicht leben. Wenn wir mal hier ins Studio gehen, ich kann ja hier einfach mal auf die Analytics drauf droppen. Ihr seht, mit diesem Channel mache ich 72 Euro monatlich, was echt eigentlich für diese Reichweite echt schon hart kacke ist. Top-Videos in den 48 Stunden. E-Shisha mit 13 Vape-Fragen. Ach du Kacke. Das Ding dazu kommt noch, das ist so ein ganzer Teufelskreis mit YouTube. YouTube möchte nicht, dass man in der Beschreibung Links packt, die von YouTube wegführen. YouTube möchte am liebsten, dass man, dass die Zuschauer auf ihrer Plattform bleiben, was ich auch natürlich verstehen kann. Aber wenn ich kein Geld für diese Videos bekomme, obwohl sie werbefreundlich sind, natürlich muss ich dann andere Sachen in der Beschreibung promoten, um davon leben zu können. Und das mag YouTube halt nicht. Und je mehr Links ich in die Beschreibung packe, desto weniger wird das Video allen Leuten angezeigt. Selbst wenn die abonniert haben und die Glocke aktiviert haben. Klar, ich bin jetzt auch nicht so dieser Mainstream-Typ. Ich mache jetzt irgendwie keine Videos über oder versucht auf Krampf irgendwie irgendwo an Aufmerksamkeit zu generieren. Ich habe einfach nur Bock, die Videos zu machen, auf die ich Bock habe. Meine kleinen Vlogs, meinen kleinen Lifestyle, die Fitness-Sachen und ich bin absolut happy. Aber trotzdem gibt es Leute in den Kommentaren, die dann schreiben, ich hätte mir Abo-Bots oder sonst was gekauft, obwohl das einfach nicht stimmt. Und ich frage mich immer noch, woher diese Menschen diese Informationen ziehen. Die sehen, oh ja, der hat 80.000 Abonnenten, aber hat nur 2.000 Aufrufe pro Video. Der muss ja bestimmt Abo-Bots verwendet haben. Angel Abonnenten gekauft. Wenn man eingibt, Angel Abonnenten gekauft, sieht man hier meine 70k auf YouTube Fake. Über dieses Thema habe ich nämlich schon mal gesprochen. Ist ja krass so. Ey, da hatte ich noch die Legria. Alter, wie sah ich denn da aus? Alter, ich habe hier die Weichzeichnung der Vergeltung drin, ne? Obwohl, ich glaube, das ist doch nicht die Legria, das ist die GoPro. Mal sehen, wenn dieses Video nur 2400 Aufrufe habt, dann habe ich wenigstens 100 Leute mal mehr damit erreicht. Und ich weiß, da draußen sind Leute, die ständig in den Livestreams mitkommen, die ständig meine Videos gucken, egal wie alt die sind, die schon so extrem lange dabei sind. Es gibt wirklich ein paar Namen, die kann ich mir merken, was so Namen angeht und so. Ich kann mir da eigentlich fast gar nichts merken, aber was das angeht, ich weiß, dass ihr da seid. Das ist auch so krass. Es sind Leute dabei, die sind jetzt erwachsen. Genau wie ich. Ich habe das Ganze mit 16, 17, 18 angefangen. Bin jetzt 23 und es gibt Leute, die waren genauso jung wie ich und sind jetzt auch erwachsen. Und man kann sich ganz anders unterhalten. Und die haben das wirklich von A bis Z miterlebt. Das ist einfach so crazy, wenn ich darüber nachdenke. Auch die Videos, die ich damals geguckt habe, sei es von Simon Ungo oder so, wo er noch so eine Rasterlocken hatte und so. Und jetzt, wie sich das alles entwickelt hat und so, das ist eigentlich schon ganz geil. Und ich bin echt gespannt auf die nächsten Jahre, die kommen, wie sich das Ganze bei mir mit weiterentwickelt. Kleines Update schon mal, ich war gestern bei einer Wohnungsbesichtigungstour und ich habe sozusagen fast schon eine Zusage gekriegt. Ich will mich jetzt nicht darauf beschweren, beziehungsweise ich habe noch keine Zusage gekriegt und ich hoffe einfach nur, dass ich die Zusage kriege. Aber auch generell, es gab viel emotionalen Stress in letzter Zeit. Jetzt denken viele an die Queen, ja auch mit der Queen, aber das ist ganz normal. Aber noch ganz viele andere Sachen über Familie, über Freunde, über Geschäftspartner und sonst was. Da gibt es wirklich viel emotionalen Dünnschiss, der mein Leben mit begleitet und irgendwann kann ich mal darüber reden, wenn das Ganze nicht mehr so aktuell ist. Aber dieses ganze Ding auf YouTube, da muss ich wirklich
sagen, und das kommt aus tiefstem Herzen, wenn ihr heute Abend nicht zum Livestream kommt, dann habt ihr wirklich komplett verkackt. Und ich hoffe, beim Kacken kommt Poseidon Schmatzer. Und wenn ihr euch dann die Hände abwascht, dann rutschen euch eure Ärmel runter. Ich bin raus.